Spitzenkandidatinnen. Ich fasse nochmals kurz zusammen, also die paar Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Die Liste Gaza möchte also eine Alternative zu den Hauptparteien oder den Parteien in Österreich, die sich nicht zu Wort gemeldet haben, beziehungsweise einseitig sich zu Wort gemeldet haben. Die Liste Gaza möchte auch ein Bewusstsein schaffen für Menschlichkeit, für die Neutralität, für die Verantwortung Österreichs hier schaffen, die historische Verantwortung Österreichs in Erinnerung rufen und diese auch versuchen zu implementieren und natürlich auch diese Thematik, die Thematik Palästinas, in den Medien hineintragen, sprich diese einseitige Berichterstattung, die bis jetzt stattgefunden hat, zu brechen. Wir können nun zu den Fragen kommen. Falls jemand eine Frage hat, bitte ich, dass diese Person sich vorstellt, welche Zeitung oder welche Medien sie vertreten und die Fragen zu stellen. Dankeschön. Ich habe eine Frage, ich bin nur ein Aktivist. Wird sich die Liste Gaza nur für das Thema Gaza einsetzen oder gibt es daneben noch, noch allgemeine Themen, die von dieser Partei vertreten werden? Wer fühlt sich berufen? Irina. An die Irina. Ich? Okay. Grundsätzlich, ich habe ganz zu Beginn gesagt, wir vertreten ganz unterschiedliche Aktivisten und Aktivistinnen, die jede für sich natürlich verschiedenste Werte repräsentieren. Und wir wissen, dass ein Einsatz für die Menschenrechte, für die Menschlichkeit natürlich umfassender ist, als jetzt nur auf Gaza bezogen. In diesem Sinn, Astrid Wagner hat auch erwähnt, es geht auch um ein klar demokratisches Statement. Es geht darum, auch die Werte der Demokratie in Österreich, die Rechtsstaatlichkeit mitzuverteidigen, die Neutralität, die auch ein Kernaspekt ist, mitzuverteidigen. Und wir haben auch klargestellt, unsere Kandidatur ist auch als ein Appell an die etablierten Parteien zu verstehen, sich zu diesen Fragen einfach Gedanken zu machen und sich auch zu überlegen, welche Verantwortung sie haben, wie sie sich zu einem andauernden Genozid positionieren und wie sie dieses Thema adäquat aufgreifen können. Also wir wollen da durchaus mit den etablierten Parteien in Diskurs treten und sie einfach auch ermuntern, explizit gegen diesen Genozid auch Stellung zu beziehen. Und natürlich sind andere Themen wie die sozialen Verwerfnisse in Österreich, die durch eine drohende Kriegsgefahr, durch eine Kriegswirtschaft natürlich auch entsprechend, wie sie in der Europäischen Union angekündigt worden sind, wichtige Themen, die wir mitthematisieren wollen, weil ein Krieg natürlich auch sozial auf Österreich mitwirkt. Und nicht nur in den Kriegsgebieten die Allerschwächsten trifft, sondern natürlich auch in Österreich eher zulasten der hier sozial Schwächeren geht. Aber ich denke, dass es legitim ist, ein Hauptissue, ein Single-Issue einmal zu platzieren und zu sagen, macht euch darüber Gedanken, redet endlich, seid nicht still. Das ist die Hauptintention. Danke. Ja, bitteschön. Und möchte die Frau Dr. Wagner fragen, die nicht die Frau gesehen. Zweitens gibt es eine neue islamische Partei. Sehen Sie nicht Angst, dass die Stimmen verteilen zwischen Sie und die anderen? Ich habe Sie nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ja. Ja, erste Frage: Wie viele Stimmen unterscheiden Sie, Frau Dr.? Naja, es ist in Wien, muss jetzt aber da Irina besser, ich weiß nur, in Wien braucht man 500 Stimmen. Ja, dass wir zur Kandidatur zugelassen werden, dann braucht man natürlich schon mehr. Ne? Des Weiteren gibt es eine neue islamische Partei in Wien und Neustadt. In Österreich. Gegründet. Ja, das ist da bin ich ist mir nicht bekannt und da weiß, glaube ich, auch sozusagen befugte Stellen, da gibt es, glaube ich, andere. Also das ist mir nicht bekannt. Wir sind ja nicht religiös irgendwie orientiert. Nicht? Wir sind ja für Gleichberechtigung aller Menschen. Ja, aber die Gäste auch ist interessant. Die Muslime. Über 600.000 Muslime und Arabisch in Österreich. Noch einmal, uns geht es um Gerechtigkeit
um Neutralität, um Frieden. Und dass wir appellieren wirklich an alle Menschen und nicht nur an bestimmte Gruppen und auch nicht nur an eine bestimmte Religionsgemeinschaft. Ich glaube auch, dass, also den, was ich jetzt so gehört habe, der Widerhall, ja, ich bin also selber ganz erstaunt, dass so viele Menschen verschiedenster, und ich muss ganz ehrlich sagen, es können sich alle Parteien fürchten, es ist nicht so, dass da nur bestimmte, ja, ganz, ganz viele Menschen, das ist jetzt, was ich erlebt habe als Anwältin, die wirklich das Ohr am Volk hat, ja, dass ganz, ganz viele Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Art sagen, ganz toll, was ihr da macht, wir sind auch für Frieden. Ja? Also wirklich, wir berichten uns an alle Menschen. Ich glaube, der Martin will noch was sagen. Gell? Ja, eine Frage Martin ist nämlich möchte ich richten. Ja. Ja. Und zwar, was würdet ihr den Leuten sagen, die sagen, ja, aber durch den Antritt der Liste Gaza nehmt ihr anderen Parteien wichtige Stimmen weg? Und an welche Zielgruppe wollt ihr euch orientieren mit dem Antritt? Wen wollt ihr vertreten? Ja, also wen wollt ihr ansprechen? Das ist jetzt direkt unverschämt sagen, also ich muss jetzt, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, das ist mir eigentlich wurscht. Ja? Also bitte entschuldigen Sie, wenn einer halt keine vernünftige Politik macht, dann nehmen wir dem halt die Stimmen weg. Gell? Das muss ich schon sagen. Und noch einmal, ich glaube, dass sich alle Parteien fürchten können. Ja? Und zwar nicht nur jetzt links oder überhaupt nicht. Ja? Das geht quer durch alle Bevölkerungsschichten, weil doch, ich glaube, eine Anständigkeit ist unter allen Menschen verbreitet. Ja? Man kann das nicht auf eine bestimmte Partei oder so, das sehe ich nicht so. Ja? Aber wie gesagt, auf die Frage, wenn ich anderen, das ist jetzt nicht mein Motiv, es ist nicht meine Aufgabe jetzt zu schauen, wenn eine Partei oder Parteien keine vernünftige Politik machen, dann werden sie halt nicht gewählt werden. So einfach ist das. Ne? Ja, bitteschön. Ja. Marshall von der Webseite www.national2.at. Ich hätte eine Frage, wie sehen Sie derzeit die Position von Palästina? Ist es ein souveräner Staat? Ist es ein besetztes Gebiet? Ist es ein Teil von Israel? Ich verstehe die Frage nicht ganz, aber das ist ganz offensichtlich die Antwort. Palästina, die Westbank ist ein besetztes, durch Israel besetztes Gebiet seit 1967, dito Gaza und die Golanhöhen. Wo besteht die Frage? Also, das ist gemäß internationalem Recht ist das so geregelt, also das ist ganz klar. Es gibt verschiedene Länder, die Palästina anerkennen, andere gibt es, die es nicht anerkennen, da gehört ja Österreich zum Beispiel dazu. Wie sehen Sie den Status von Palästina? Also ich glaube, was nach dem Ende der Besatzung dann für eine Lösung gefunden wird für... Derzeit ist eine Anerkennung ein Zeichen der Unterstützung der Befreiungsbewegung Palästinas. Aber ob es dann tatsächlich eine Zwei-Staaten-Lösung gibt oder ein demokratischer Staat, das wird sich zeigen, nachdem die Unterdrückung aufhört. Hast du eine... Und sind Sie für die Neutralität Palästinas, dass, wenn in Palästina eigener Staat wird? Also ich werde in Palästina nicht leben, ich werde auch in Israel nicht leben und ich habe auch keine Glaskugel, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Und die Menschen, die dann frei sein werden und dort zusammen leben werden, die werden sich überlegen müssen, in welcher Art und Weise sie leben wollen. Und es wird hoffentlich Wahlen geben und es wird hoffentlich ein demokratischer Staat sein. Eine Frage? Die Unterschreiben, wie geht das? Geringer. Und wie man das macht? Also es geht um die Unterstützungserklärungen. Ja, die Unterschriften zusammen ist leider relativ komplex. Sprich, es gibt eine Unterschriftserklärung, die werden wir auf der Homepage auch zur Verfügung stellen. Das ist gaza.vote. Da findet man auch laufend Informationen über unsere Aktivitäten. Grundsätzlich kann ab dem 9. Juli eine Unterstützungserklärung bei jedem Gemeindeamt, Bezirksamt abgegeben werden. Wir haben auch Aktivisten und Aktivistinnen in anderen Bundesländern. Das heißt, wir werden versuchen, die Unterstützungserklärungen in allen neuen Bundesländern zusammenzubekommen, um tatsächlich auch auf dem Wahlzettel draufzustehen.
auch als ein Mahnmal. Es ist eine wunderschöne Vorstellung, dass als Mahnmal auf dem Wahlzettel überall drunter, auch wenn es die letzte Position ist, Gaza draufsteht. Alleine das würde mich als Schildbürgerinnenstreich sehr freuen. Also ab dem 9. Juli können alle Menschen beim Magistratischen Bezirksamt für die Liste Gaza mit der Unterstützungserklärung, die auf unserer Homepage zu finden ist, eine Unterstützung abgeben, dass wir bei den Wahlen antreten können. Das beeinflusst natürlich noch nicht, wen Sie dann bei den Wahlen selber tatsächlich wählen. Das heißt, Unterstützungserklärung kann man auf jeden Fall abgeben. Und der Zeitraum ist leider sehr kurz. Das heißt, bis zum 31. Juli müssen wir die geforderten Unterstützungserklärungen zusammen haben. Und was noch eine Hürde ist, die unterschriebene Unterstützungserklärung muss wieder an uns zurückgebracht werden. Das heißt, am besten, die Informationen finden sich auch auf der Homepage, per Post an uns zurückgesandt werden. Oder wir werden zum Beispiel auch am 11. beim Magistratsamt am Spitz stehen und am 12. beim Magistratsamt am Wiesinger Platz. Es werden noch weitere Möglichkeiten sein, wo man auch die Aktivisten und Aktivistinnen der Liste treffen kann, wo man dann auch diese unterschriebene Unterstützungserklärung direkt abgeben kann. Wie gesagt, Updates immer auf gaza.vote. Und wir freuen uns natürlich auf viele Unterstützungen und die Möglichkeit, tatsächlich bei der Wahl antreten zu können. Simon Inou, bitteschön. Simon Inou, Radio Orange. Wie viele brauchen Sie überhaupt? Das ist nach den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Wien brauchen wir 500. Da gibt es auch eine eigene Zustellungsbevollmächtigte. Also ich agiere als Zustellungsbevollmächtigte für den Bund. In Wien ist es 2600, ist es bundesweit. Genau, bundesweit 2600. In Burgenland ist es zum Beispiel nur 100. In Niederösterreich sind es auch 500. Das heißt, wir werden einfach schauen, wie viele wir in den unterschiedlichen Bereichen zusammenbekommen können. Die letzte Frage, ich glaube, es ging um die Stimmen. In Burgenland brauchen wir 100 Stimmen, genau. Unterstützungserklärungen in Wien 500, österreichweit 2600. Informationen kann man sich auf gaza.vote holen, beziehungsweise die Herrschaften und Damen haben hier eine Pressemappe bekommen, aber sie können gerne auch auf gaza.vote vorbeischauen und sich dort die ganze Information holen. Gibt es sonst noch eine Frage aus dem Publikum? Gibt also es Unklarheiten? Vielleicht ergänzend, auf gaza.vote werden auch im Laufe der kommenden Wochen die entsprechenden Bundeslisten und die weiteren Namen der Aktivisten und Aktivistinnen, die für die Liste antreten, veröffentlicht werden. Wir sind einmal eben mit den Spitzenkandidatinnen nach außen getreten und werden die weiteren Aktivisten und Aktivistinnen im Laufe der kommenden Wochen ergänzen. Da war noch eine Frage, glaube ich. Ja, worin sieht die Liste Gaza die Aufgabe eines neutralen Österreichs und seiner Repräsentantinnen? Frau Doktor? Naja, mir ist die Neutralität eben sehr wichtig. Nicht? Natürlich, Neutralität kann natürlich jetzt nicht heißen, sozusagen sich bei Völkermord der Stimme zu enthalten. Das ist wohl ganz klar, das ist nicht Neutralität. Aber ich bin halt im Geiste auch noch dieser Neutralität groß geworden. Das ist sozusagen meine politische Bildung. Es ist also diese Generation, nicht? Also im Geiste von Bruno Kreisky, nicht? Muss man ja wirklich sagen, konnte man ja stolz sein auf dieses Österreich. Nicht? Bruno Kreisky war ein sehr weitblickender Staatsmann, der erkannt hat, eben genau die Problematik und dass es im Nahen Osten eben niemals einen Frieden wird geben können, ohne Gerechtigkeit für die Palästinenser. Und natürlich auch hat er erkannt, wie wichtig weltweit also ein Frieden im Nahen Osten ist und dass das eine immense Kriegsgefahr ist. Ja? Ich glaube, Österreich hat halt aufgrund seiner geopolitischen Lage eben das Glück, unter Anführungszeichen, sich das auch erlauben zu können, neutral zu agieren. Ja? Und das wäre ja eben diese historische Verantwortung, die natürlich auch der Geschichte geschuldet ist, des dunklen Kapitels eben des Nationalsozialismus. Das heißt, gerade wir in Österreich hätten eben diese Chance hier eben als friedensstiftend, so wie in Bruno Kreisky, eben hier tätig zu sein. Und leider, wenn man sich jetzt die Politik anschaut, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mir fällt wirklich kein anderer Ausdruck mehr. Ich schäme mich jetzt wirklich, dass ich Österreicherin bin. Also außenpolitisch das ganze Lebenswerk eigentlich von Bruno Kreisky
wird durch solche Leute, ist durch das, was jetzt in Österreich passiert, wie es nach außenpolitisch auftritt, natürlich jetzt zerstört worden. Es ist ein immenser Image-Schaden natürlich auch. Ja. Aber noch einmal, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Frieden, es geht um Menschenrechte. Und ich glaube, jeder Mensch, und jetzt sage ich es einmal ganz unpolitisch, wer ein bisschen ein Herz und ein Hirn hat und diese Bilder aus Gaza und aus Palästina sieht, ja, und wer da noch sagen kann, na ja, das muss jetzt sein und Staatsräson, ich glaube, der Mensch sollte sich wirklich seinen sogenannten moralischen Kompass jetzt neu einrichten. Ich glaube, dazu kann man einfach nicht schweigen. Ich muss das wirklich auch so deutlich sagen. Danke. Ja, eine Frage noch, bitteschön. Wann haben Sie beschlossen, bei der Nationalratswahl 2024 anzutreten? Ja, nein, ich sage, ja, Irina oder Italia. War eigentlich eine relativ spontane Idee, aber wie gesagt, wir haben ja eine lange Tradition des gemeinsamen Aktivismus mittlerweile, weil leider der Krieg jetzt, der aktuelle, es baut natürlich auf einer sehr langen Geschichte und Tradition von Kriegen, Unterdrückung und Apartheid auf, aber der aktuelle Krieg rennt jetzt auch schon 10 Monate, das heißt, wir haben eine lange Tradition des gemeinsamen Aktivismus. Tatsächlich bei den Nationalratswahlen anzutreten, ist eigentlich eine Reaktion auf die fehlenden Stimmen der etablierten Parteien, wie gesagt, mitzubekommen, dass weder eine SPÖ im Sinne Kreiskis, wie gerade erwähnt, noch eine KPÖ sich als Gesamtes klar positionieren kann und sagen kann, nein, stopp, Österreich muss für ein sofortiges Ende dieses Krieges für einen sofortigen Waffenstillstand eintreten. Und dass es da nicht einmal in diesem Spektrum eine klare Position gibt, das hat mich selber nicht nur verwundert, sondern sehr betroffen. Und das war eigentlich die Motivation, entsprechend auch zu sagen, okay, dann braucht es diese Stimme noch. Weil es gibt sehr viele Leute, die sich dadurch, durch die bestehende Politik einfach nicht vertreten fühlen. Das sind durchaus natürlich auch Muslime, Musliminnen, die auch sehr viel Rassismus, sehr viel Zuschreibung, sehr viel Angriffe für den Aktivismus auch in Österreich erleben. Und auch da wollen wir eben dagegen treten, zu sagen, es ist ein Recht jedes Menschen für Menschenrechte, für Frieden auf die Straße zu gehen. Gut, falls es keine Fragen mehr gibt, würde ich noch eine kurze Klammer setzen, weil ich weiß, dass manche sich vielleicht an dem Wort Krieg stoßen werden. Das ist ein Völkermord, ein Genozid und kein Krieg, meiner Meinung nach. Aber ich schließe jetzt die Parenthese und sage danke fürs Kommen. Falls Sie noch Fragen haben an unsere Spitzenkandidatinnen, können Sie dies gerne jetzt auch noch danach, nach der Pressekonferenz durchbesprechen oder stellen diese Fragen. Ich sage danke an den Spitzenkandidatinnen für ihr Kommen und wir wünschen Bisra gute Besserung natürlich und Salih. Und wir sagen Dankeschön und schönen Tag.